Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ach, da! Da geht's lang. So, und was ist ein komisches Geräusch im Hintergrund? Keine Ahnung. Da oben peitschen nur Schüsse hin. Ah, vielleicht will ich auch dahin. Was leuchtet denn hier so? So Pilze. Pilze, leuchtende Pilze. Yay! Vertraue ich jetzt dem Pfeil? Ja, ich vertraue mal dem Pfeil. Ja, es war gut, dem Pfeil zu vertrauen. Nur geht es da unten irgendwie weiter jetzt? Kann ich so auch gar nicht sagen, oder? Laut wollen wir nach da hinten weiter. Ja, ich glaube, wir wollen doch da hinten weiter. Also laufen wir jetzt wieder auf diesem Schacht hier. So, kommen wir da jetzt irgendwie dran? Jo, das hat dann auch schon mal geklappt. Weil. Oh. Wer bewirft mich denn hier? Boah, ist das hell. Was geht denn bitte? Es ist fürchterlich hell. Fürchterlich hell. Wahrscheinlich ist da ein Wachposten. Wieso war das klar, dass ein Wachposten ist? So. Wieso kann er nicht einmal stehen bleiben, dass ich sauber schießen kann? Die Nummer 1 ist schon weg. Mann, ich sehe nichts. Na scheiße, ich glaube, ich kann den nicht zerschießen. Ist auch hinüber. Yep, das kommt hier. Das ist auch ganz gut so. Oh, was ist das hier bitte für ein Gehölze? Ist ja richtig Party! So, immer schön nachladen. Das ist gar nicht gut für meinen FPS. Die knicken irgendwie gerade ein bisschen weg. Wir haben hier einen echten Idioten. Doch mal, was uns hier so erwartet. Verdammt, ich sehe den MG-Schützen nicht. Oh, aber da, Munition. Ups. Sieht das Scheißteil aus. Na, klasse. Verdammt, ey. Verdammt, verdammt.
um ihr Regime zu beschützen. Au! Der Sieg wird euch mit eurer Familie wieder. So, war es das jetzt? Gehen wir ein bisschen auf Plündertour. Der hat doch bestimmt auch noch was für mich. Ja. So, ich habe jetzt nur ein bisschen Angst vor diesem MG da. Das heißt, ein bisschen Angst. Ich habe plötzlich Angst vor dem MG. Was für eine Ecke bleiben. Manchmal wünsche ich mir so eine Quick-Save-Taste aller Splinter Cell. Ah, das MG ist auch hinüber. Das ist auch sehr erfreulich. So, und wie wir sehen, hat sich das hier sehr für uns gelohnt. So, dann ziehen wir mal wieder unser schönes Nachtsichtgerät auf. Hin. Soldaten der Roten Armee, eure Munition und eure Rationen sind knapp und eure Anführer haben euch verlassen. Die unterdrückende Kommunistenregierung hat euch eure Rechte beraubt und benutzt euch jetzt, um ihr Regime zu beschützen. Eure Anstrengungen sind nutzlos und euer Tod ist vergebens. Nur der Sieg wird euch mit euren Familien wieder vereinen. Für Propaganda eine ist gut. Bessere Zukunft. Schließt euch uns an. Ein warmes Willkommen und großzügiges Essen erwarten euch dort. Soldaten der Roten Armee. Kommandanten, beeilt ups, euch. Ups, 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 ups. Wurden, kümmern sich bereits um Nahrung und Unterkunft. Sichert euch euren gerechten Anteil. Viele eurer Genossen haben sich uns bereits angeschlossen. Soldaten der Roten Armee, glaubt nicht den Lügen eurer Kommissare. Unsere Soldaten foltern und töten keine Kriegsgefangenen. Eure Genossen haben bereits erfahren, dass wir Gefangene menschlich behandeln. Scheiße! Ups. So, das war die Gasmaske. Boah, ich will eigentlich gar nicht so viele töten. Was bleibt mir anders übrig? So, komm, Munition mitnehmen. Der hat doch bestimmt auch noch was für mich. Ah! Renn, 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 Laufschlappe, lauf! Lauf, 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 lauf. Ja, tja. Shit. Also, ich weiß ja schon, was uns erwartet. Das ist gut. Hier, Miss Vieh! Diese Kugeln sind für dich!
glaube, von oben kommen jetzt gerade keine. So, wo sind die denn jetzt? Hab dich, du kleines Stück Scheiße! Auf den Boden, Mistkerl! Tja, das war wohl nix. Meine Freunde. Meine kleinen braunen Freunde. Ne? Hallo! So, schnell mal wieder auftanken. Denn so ein 80-Gerät verbraucht offensichtlich ziemlich hart Strom. So, so ist doch schon gut. Nicht durchs Feuerchen laufen, dann verbrennen wir uns den Hintern und noch andere Körperteile. Nimm das, Schnauze. Wir haben Besucher. Ja, ich weiß. Netter Besuch. Der spendiert sogar ein paar Kugeln. Also, Kugeln auf meine Rechnung. Abknallen. Abknallen, yep. Du bist erledigt, Mistkerl. Ah, da will ich hin. Das ist gut. Wo auch immer das mich hinführen wird. Okay, hier schon mal nicht. Das sieht irgendwie sehr ungesund aus. So. Zieh hier nochmal runter. Oh. Gasmaske hilft. Ah, wir begeben uns in böses Terrain. Ah, was ist denn das für eine Pampe, durch die wir hier latschen? Sieht irgendwie alles sehr, sehr ungesund aus. Stolperbad? Ja, Stolperbad. Nochmal ein Stolperbad. Wo sind wir denn hier gelandet? Stolperbad. Irgendwie so vollkommen am Ende der Welt. Und noch eine kleine Stolperfalle. Ich hab nur keine Ahnung, was uns hier erwartet. Also irgendwie finde ich das nicht gerade besonders gut. Es sind aber auf jeden Fall viele kaputte Gegenstände. Ich weiß ja nicht wieso, aber das ist nicht gut. Nicht gut. Also so ein bisschen geht mir der Arsch hier schon auf Grundeis. Keine Ahnung, da kommen garantiert gleich Monster und noch mehr Russen, die mich umbringen wollen. Nazis und Kommunisten, Schweine und alle möglichen Pack, die mich alle töten wollen. Ich habe sowieso das Gefühl, sie wollen mich alle töten. Ach, ja. Er sieht aber auch noch gesund aus. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich hier gerade hinlaufe, um ehrlich zu sein. Ich latsche einfach irgendwo hin. Wo will ich denn überhaupt hin? Nur irgendwas quietschen. Oh, verdammt. Wo müssen wir denn hin? Ich will jetzt nicht hier stundenlang in der Gegend rumrennen ohne Orientierung, so wie jetzt. Ah, da könnte man vielleicht hoch. Oh ja. Komm, mach hopp. Mach hopp. Komm, hopp, hopp, hopp. Mann! Au.
offensichtlich will ich da hoch, nur keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Geht's davor noch irgendwo hoch? Ich renne hier einfach so in der Gegend rum, ohne einen Plan zu haben. So, bald sollte auch der erste Filter verbraucht sein. Also wir sollten schon hinne machen. Ich habe nicht so viele davon. Ein Helmchen. Boah, überhaupt keine Ahnung, wo es hier lang geht. Da geht es wahrscheinlich auch nicht hoch. Wie ich zu Anfang dachte. Und Stolperdraht. Ja, also gehen wir doch nochmal zurück. Okay, das scheint der einzige Weg hier raus zu sein, aber wie soll ich da zur Hölle? Ey, wie soll denn das gehen? Duck Jump geht auch nicht. Nein, au. Es sieht so sinnvoll aus, da hochzukommen, nur wie denn bitte? Da komme ich auch nicht hoch. Was ist damit? Komme ich da rein? Nee, offensichtlich auch nicht. Scheißdreck. Ich komme hier nirgends hoch. Kommt man nirgends hoch. Das ist echt scheiße. Irgendwann mal aus dieser Pampa raus. So, das ist schon richtig, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Einfach mal drauf schießen hilft bestimmt. Es ist der einzige Weg. Nur ich hänge da dran fest. Wie soll das sonst gehen? Mann, das regt mich jetzt echt auf. Ich zu blöd bin, da hochzuspringen. Option 2 könnte natürlich sein, dass ich hier niemals lang sollte oder so. Oh nein. Ich wollte eigentlich das da austauschen. Zurück zum Anfang. Nochmal von vorne. Komm, lauf. Jetzt nochmal gucken, wo könnte man denn lang? Da kommen wir offensichtlich raus.